Okay. Sollen wir nach Caldeum aufbrechen, meine Beste? Okay. Caldeum. Laufen Sie über Goldhaufen hinweg. Es waren nur Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan! Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? Tyrael hat sich selbst die Flügel gerissen. Nicht gefallen. Freiwillig. Weil die Menschlichkeit die einzige Hoffnung für diese Welt ist. Wie riesig seine Hand ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Da Tristram sicher ist, reise ich nach Caldeum, der großen Stadt des Ostens. Sie ist einem der letzten Herrscher der Hölle in die Hände gefallen. Belial. Ich werde sie von ihm befreien. Ja, das werden wir mal sehen, ob wir das schaffen. Ich denke schon. Können wir eigentlich einen größeren Edelsteinchen herstellen? Ja, es ist arschteuer, ich weiß.
So, jetzt haben wir einen recht großen. Wie viel macht der? 41%. 8% mehr nehme ich doch gerne. War ganz schön viel von meinem Gold. Jetzt haben wir noch 9 Millionen. Es kommt hier beides rein und dann geht's weiter zu Lea. Da wären wir. Chaldeum. Das Juwel des Ostens. Onkel Deckard hat diesen Ort geliebt. Das würde er jetzt nicht mehr, da Chaldeum nun unter Belials Bann liegt, dem Herrn der Lügen. Ich kann seinen Gestank in der Luft riechen. Wir müssen uns trennen. Ihr zwei sucht nach Belial, während ich diese Hexe Magda jage. Cains Tod wird nicht ohne Konsequenz bleiben. Cains Tod. Ist irgendwas blinkt da? Quest und Tagebuch. Achso, ja, das ist ja. Egal ist das ja. Wache? Woher kommen diese Flüchtlinge? Ich bin keine Wache. Ich bin Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe. Wir haben diese Flüchtlinge vor Magdas dunklem Zirkel gerettet, der in diesem Augenblick Chaos und Verwüstung in den Grenzgebieten anrichtet. Es scheint, als hätte das Schicksal uns zusammengeführt. Ich jage Magda. Wisst ihr, wo sie sich befindet? Sie ist auf dem Weg nach Alkanus. Aber sie hat die Straße hinter sich blockiert. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Durch den Außenposten von Kasim. Okay. Habt ihr schon gehört? Kaiser Hakan hat seinen ganzen Hofstaat aus der Stadt geworfen. Sie stecken hier fest, genau wie wir alle. Also gibt es doch noch Gerechtigkeit auf der Welt. Wenn du es Gerechtigkeit nennen möchtest. Tyrael und ich haben herausgefunden, dass der Kaiser die Eisenwölfe, während sie in der Wüste gegen Magda kämpften, mit kaiserlichen Wachen ersetzt hat. Und diese hindern jeden am Betreten der Innenstadt. Ich vermute, dass die Eisenwölfe ausgesandt wurden, um zu sterben. Belial hat seinen Schachzug gemacht. Wir müssen einen Weg in die Stadt finden. Als Kind habe ich Chaldeum erkundet, während Onkel Deckard hier forschte. Ich kann durch die Kanalisation hineingelangen. Gut. Findet heraus, was ihr nur könnt, während ich nach Alkanus reise und mich um Magda kümmere. Seid vorsichtig. Alkanus hört sich an, als wäre es eine Falle von Magda. Ja. Ich grabe dieses Zeug aus, mache es sauber und schleppe es hierher, um es zu verkaufen. Wollt ihr etwas? Dieses Tor führt nach Alkanus. Ihr werdet der langen Straße folgen müssen. Über die Brücke, über die Schlucht hinweg und durch den Außenposten von Kasim hindurch. Wir haben noch nichts von den Eisenwölfen in der Wüste gehört. Wenn ihr es zum Außenposten von Kasim schafft, sucht Hauptmann David auf. Okay. Machen wir das. Magda doch. Wird für ihre Boshaftigkeit büßen. Seht euch vor, Reisender. Kultisten bewachen diese Wüstenstraßen und sie töten jeden, der auf ihnen unterwegs ist. Sie dürfen es gern versuchen. Ich bin hergekommen, um sie und ihre Anführerin zu töten. Dann dürft ihr nicht allein losziehen. Ich werde euch begleiten. Zauberin, Templer, Verzauberin. Da draußen gibt es Illusionen. Manchen kommen sie wie Luftspiegelung vor, aber ich durchschaue sie. Es sind die üblen Machenschaften des Zirkels. Sie werden euch in den Tod führen. Ich habe diese Kultisten schon einmal bekämpft. Ihre Fallen sind leicht zu entdecken. Aber danke für die Warnung. Sie sieht anders aus als jeder, den wir bisher gesehen haben. Ihre Haut ist so weich und glatt wie poliertes Elfenbein. Und ihre Augen, sie... Oh. Was flüstert ihr zwei denn da hinten? Nichts. Nichts. Ich hasse diese Fliegen. Das an der Stelle, weil sie die ganze Zeit über die Borders hier rüberbullen. Seid vorsichtig. Sie sind ganz nah. Seid ihr sicher? Diese Straße sieht nicht passierbar aus. Ihr hättet nie herkommen sollen. Die Dämonen werden eure Knochen verschlingen. Ich habe es vermisst, diesen Kultistenabschaum zu töten. Kommt schon! Wie konntet ihr von dem Hinterhalt wissen? Ich bin eine Verzauberin. Die Wege der Magie und Illusion sind mir wohl bekannt. Ich heiße Irena. Ich bin mit Magie vertraut, doch eure ist recht ungewöhnlich.
Was macht ihr hier draußen wirklich? Nun, ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Aber wartet, ich mache euch den Weg frei. Hauptmann, hinter euch! Schützt das Volk! Eisenwölfe! Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Lakuni heute gut gegessen. Sollte ich davon ausgehen, auf dem Weg nach Alkanus noch mehr Lakuni zu treffen? Noch schlimmer. Kultisten wirken in zwei ihrer Wüstenverstecke Zauber, um die Brücke über die schwarze Schlucht zu verhüllen. Lasst uns nach Norden gehen, zum heulenden Plateau. Die Magie der Kultisten scheint von dort auszugehen. Okay. Ja, man muss halt die zwei Verstecke noch finden. Das ist ein bisschen... Meh. Weil die sind doch recht gut versteckt, würde ich sagen. Stammesbindung des unsterblichen Königs. Auch Barb. Hier ist noch eine Illusion. Die Kultisten haben versucht, ihre Spuren zu verwischen, aber ihre Zauber sind schwach und es ist leicht, ihnen entgegenzuwirken. Wenn wir diesen Spuren folgen, können wir ihre Verstecke finden und die Rituale stoppen. Ich werde alle weiteren Spuren ihrer Magie finden. Davon werde ich noch lange erzählen. Okay. Gutes, aber nicht mehr bitte. Da oben ist das. Da oben kann ich nicht hinschieben. Dieser Anblick gefällt mir gar nicht. Da. Look. Es scheint, dass die Gefallenen in der Tat Kreaturen dämonisch... Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Schön, dass du die Audiospur unterbrichst. Weiß nämlich nicht mehr, wo die zu finden waren. Es scheint, dass die Gefallenen in der Tat Kreaturen dämonischer Abstammung sind. Die alte Erzählung der Horadrim behauptet, sie waren einst mächtige Diener des mythischen Asmodan. Sie halfen ihm angeblich in seinem Kampf gegen die großen Übel. Und Diablo bestrafte sie später, indem er sie in die kleine, jämmerliche Form verwandelte, die sie... Das ist eins der Verstecke der Kultisten. Ihr Ritual hält die Illusion aufrecht. Das Ritual ist unterbrochen! Ja, ich weiß, war der Sinn dahinter. Das sollte die Illusion schwächen. Ich hatte alle Hoffnung verloren. Und das nächste. Mit einigem Zögern schreibe ich über die sieben Herrscher der Hölle. Denn sie sind die größten der Dämonen. Und selbst ihre Namen zu flüstern, scheint die Luft um mich herum zu vergiften. Sie werden unterteilt in die geringen Übel. Belial, Asmodan, Duriel und Andariel. Und die großen Übel. Mephisto, Baal und Diablo.